Ich arbeite als Rentner weiter, verliere ich dadurch meine Mitgliedschaft in der KVDR? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die meisten Rentnerinnen und Rentner in Deutschland sind Mitglied in der Krankenversicherung der Rentner. Diese Krankenversicherung ist eine spezielle Krankenpflichtversicherung für Rentenbezieher aus der gesetzlichen Rente. Um diese Mitgliedschaft zu erreichen, müssen Sie als Rentner 90% der zweiten Hälfte Ihres Erwerbslebens Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen sein. Das kann sein, entweder Pflichtmitglied oder freiwilliges Mitglied oder über die Familienversicherung des Ehepartners. Und Sie dürfen nicht von der Versicherungspflicht befreit gewesen sein. Mit dem Rentenantrag entsteht automatisch die sogenannte Antragspflichtversicherung in der KVDR. Und die besteht so lange, bis Ihre Krankenversicherung Ihnen sagt, ja, Sie haben die spezielle Vorversicherungszeit, 9/10 Belegungszeit tatsächlich auch erfüllt. Wenn Sie jetzt aber als Rentner weiter arbeiten, zum Beispiel in einem normalen Anstellungsverhältnis, das hat also nichts mit der Einkommensanrechnung zu tun, dann stellt sich ja immer die Frage, bin ich dann auch weiterhin in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert? Ja, Sie sind versichert aus dem Anstellungsverhältnis in der Krankenversicherung und auch gleichzeitig versichert mit Ihrer Rente in der Krankenversicherung der Rentner. Etwas anderes gilt auch nicht, wenn Sie einen Minijob haben. Ausnahme, Sie üben als Rentner eine hauptberuflich selbstständige Tätigkeit aus. Dann sind Sie auf jeden Fall nicht mehr Mitglied in der Krankenversicherung der Rentner. Dann werden Sie trotz Bestehens der Vorversicherungszeiten freiwilliges Mitglied in der Krankenkasse und müssen Ihre Rente und Ihr Einkommen aus der hauptberuflich selbstständigen Tätigkeit voll verbeitragen, mit dem vollen Beitragssatz. Und das kann unter Umständen sehr, sehr teuer werden. Und zwar gilt das bis zu den Einkünften, die werden ja zusammengerechnet, bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Erst wenn Sie Ihre hauptberufliche Tätigkeit wieder einstellen, zum Beispiel durch Gewerbeaufgabe, können Sie auf Antrag wieder Mitglied in der Krankenversicherung der Rentner werden. Das heißt, Sie müssen keine Angst haben, Sie bleiben dann nicht freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung oder müssten sich vielleicht privat versichern. Nein, Sie müssen einen Antrag stellen auf die Mitgliedschaft in der KVDR. Näheres zum Thema der Krankenversicherung der Rentner finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.